In der Bäckerei Kornblume ist so manches anders. Denn hier malt Bäckermeister Thomas Baustetter sein Mehl zum großen Teil noch selbst. Gelernt hat er sein Handwerk in der ersten Bioland-Bäckerei Italiens. Seit 2001 ist er Bäckermeister. Thomas Baustetter legt bei seiner Arbeit Wert auf hochwertige Zutaten und schonende Verarbeitung. Wir vermahlen auch den Keimling mit, in dem die wichtigsten Stoffe des Korns drin sind. Das heißt, das sind alle Stoffe, die für ihn notwendig sind, für das Korn wichtig sind zum Leben. Das sind die Enzyme drin, die den Mehlkörper später für ihn als Nahrung abbauen sollen. Es sind essentielle Fettstoffe drin. Und dieser Keimling ist natürlich sehr wertvoll, hat aber den Nachteil, dass er das Mehl nur begrenzt haltbar macht. Die Folge: Das Mehl muss jeden Tag frisch gemahlen werden. Um das Hausbrot, die Kornblume, zu machen, nimmt Thomas Baustetter nur etwas Mehl, Hefe, Wasser, Sauerteig und andere Zutaten. Der Sauerteig gibt dabei dem Brot nicht nur einen besonderen Geschmack, sondern macht es auch noch deutlich bekömmlicher. Die einzelnen Zutaten müssen von dem großen Rührhaken nun noch zu einer gleichmäßigen Masse geknetet werden. Erst wenn alles gut vermengt wurde, kann der Teig weiterverarbeitet werden. Die Verwendung von frischen und hochwertigen Produkten ist für Thomas Baustetter das A und O beim Backen, nicht nur bei der Kornblume hier. Unser Brot besteht überwiegend aus Natursauerteig, aus Vollkornmehlen und da kommen keine Zusatzstoffe rein. Das ist wahrscheinlich das Wesentliche, was uns von anderen unterscheidet. Nachdem der Teig kurz geruht hat, kann er nun in die eigentliche Brotform gebracht werden. Mit den richtigen Handgriffen und jahrelanger Erfahrung erhalten die Brote schnell ihre spätere Form. Danach kommen die Kornblumen in den sogenannten Gärraum. Dort geschieht Entscheidendes im Inneren der Brote. In diesem Zeitraum arbeitet die Hefe und das Brot wird einfach gelockert. Das ist für die Verdaulichkeit besser und für das Volumen. Es gibt einfach mehr Volumen und das Brot wird bekömmlicher. Zusätzlich lässt Thomas Baustetter noch heißen Wasserdampf in den Gärraum strömen. Das soll die Teigoberfläche elastisch halten und die Hefe im Teig anregen. Nach einigen Minuten dann geht es raus aus dem Gärraum und rein in den Backofen. In nur 50 Minuten wird aus einem braunen Teigklumpen ein Laibbrot. Die Veränderung dazu vollzieht sich in mehreren Stufen. Die Hefe fängt noch mehr zu arbeiten an. Das heißt, es kommt zu einer noch größeren Lockerung des Gebäcks bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dann vergleicht er die Stärke. Das heißt, sie bindet das ganze Wasser, was in dem Brot, in dem Teig enthalten ist, und bildet ein festes Gebilde, eine feste Struktur. Und im letzten Prozess im letzten Backprozess bildet sich die Kruste oben aus und da kommen einfach auch diese Geschmacksstoffe werden da gebildet. Das Brot ist jetzt fertig und in der Luft liegt dieser ganz eigene Duft von frisch gebackenem. Der Duft, der uns regelmäßig in Bäckereien um die Nase weht.